Der extrem heiße und trockene Sommer hat in Deutschland eine Diskussion über die Klimapolitik ausgelöst. Der Meteorologe Latif vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung warf Bundeskanzlerin Merkel Versäumnisse vor. Als Beispiele nannte er die Verkehrs- und Agrarpolitik. Unterstützung bekam Latif von den Grünen. Mitglieder der Regierungsparteien wiesen die Kritik dagegen zurück. Wer das Klima schützen will, muss die Kohle stoppen, so diese Demonstranten in Leipzig. Stromerzeugung aus Braunkohle müsse am besten sofort aufhören. Die Kohlekommission der Bundesregierung will ein Ausstiegsdatum festlegen bis zum Jahresende. Viel zu spät, kritisieren Klimaforscher. Echten Klimaschutz gebe es unter Kanzlerin Merkel längst nicht mehr. Die Kanzlerschaft Merkel ist gekennzeichnet durch Stillstand in Sachen Klimaschutz. Man hat das versäumt, die Energiewende nach vorne zu bringen. Man hat noch nicht mal angefangen, über eine Mobilitätswende nachzudenken, genauso wenig wie über eine Agrarwende. Extremwetter wie zurzeit werde es durch den Klimawandel immer häufiger geben, so der Forscher. Die Bundesregierung prüft, wie sie Bauern bei Ernteeinbußen durch Hitze helfen kann, Schadensbegrenzung also. Doch auch für vorsorgenden Klimaschutz habe die Regierung einen Plan. Die Politik setzt durch den Klimaschutzplan darauf, dass in allen Sektoren ehrgeizige Klimaziele erreicht werden. Dabei müssen wir die Menschen mitnehmen und müssen auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft bedenken. Nichts als schöne Worte, so die grüne Opposition. Gefragt sei ein umfassender und vor allem konkreter Aktionsplan der Bundesregierung. Erstens, wir müssen raus aus der Massentierhaltung und zwar komplett. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Böden angepasst werden, auch der wachsenden Erderwärmung. Und drittens, wir brauchen andere Wälder, wir brauchen Mischwälder, wir brauchen natürliche Wälder. Wird das Klima wärmer, brennen Wälder wohl häufiger. Der Klimawandel ist kaum mehr aufzuhalten, sagen Experten. Die Politik wird lernen müssen, mit seinen Folgen umzugehen.